den Fitness-Tracker starten und los geht's. Im Laufsportverein Basel trainieren diese Laufbegeisterten 2 bis 3 Mal die Woche gemeinsam. Der Fitness-Tracker zeichnet die sportlichen Leistungen auf. Das hilft einem schon, dass man angespornt wird einerseits und andererseits eben auch bremst. Man lernt auch ein bisschen mehr einschätzen, was sind jetzt 500 Meter, was ist ein Kilometer. Also ich schaue daheim noch auf dem Computer, wie lange ich gelaufen bin, wie schnell und vor allem meine Schrittlänge. Das interessiert mich. Es ist einfach natürlich unbestechlich. Man zeichnet eigentlich seinen ganzen Tagesablauf zeichnet man auf. Und von dem her kann man nicht gut so sagen, ja, es ist eigentlich genug gewesen. Das gilt auch bei Alltagstätigkeiten. Unbestechlich soll das Armband jede Bewegung festhalten. Der Basler Sportmedizinprofessor Arno Schmidt-Truxes setzt die Fitness-Tracker bei seinen Patienten ein. So, also, da habe ich den Tracker. Ja. Vom Tracker auf den Computer geladen, geben die Daten Aufschluss über die Aktivitäten des Tages und über längere Zeiträume. Fitness-Tracker messen allerdings nur 2 Dinge. Präzise messen können oder einigermaßen präzise sind tatsächlich die Schritte, die pro Tag eben absolviert werden, und die Herzfrequenz. Und alles andere ist eine Abschätzung. Und diese Abschätzung ist zum Beispiel beim Energieverbrauch wirklich eine grobe Abschätzung. Das muss man sagen, das ist natürlich in der Kombination von Schritten und Herzfrequenz besser, als wenn man zum Beispiel nur die Schritte hätte. Aber es ist trotzdem eine Abschätzung, da kann man grob daneben liegen. Kassensturz und die Zeitschrift Gesundheitstipp schicken 10 der meistverkauften Fitness-Tracker zum Testen ins Labor. Die Preise zwischen 54 und 249 Franken. Hauptkriterium: Messgenauigkeit. Wie genau misst der Tracker die Distanz? Wie exakt zählt er die Schritte? Wie präzise erfasst er den Puls? Kriterium Handhabung. Wie komfortabel ist der Tracker am Arm? Wie gut lesbar sein Bildschirm? Wie leicht lässt sich die App auf dem Handy einrichten? Und wie einfach lassen sich die Daten verwalten? Gesamtbewertung genügend. Huawei Band 2 Pro mit GPS für 129 Franken. Liefert die schwächste Messgenauigkeit im Test. Gesamtnote 4,6. Fitbit Alter HR misst insgesamt gut, bei der Schrittzählung aber nur genügend. Gesamtnote 4,7. Gleiche Note, aber deutlich billiger, TomTom Touch Cardio Fitness. Abzüge bei der Handhabung am Gerät. Die Anzahl gelaufener Schritte im Büroalltag überschätzt man gerne, sagt Professor Schmidt-Truxes. Das zeigen die Tracker-Messungen. Die Hauptursache für Bewegungsmangel? Wir sitzen eigentlich, wenn wir das Büro betreten, ab dem Zeitpunkt dann fast nur noch. Dann gibt es Telefonate und man geht allenfalls mal zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin. Und diese paar Meter, die man über den Gang geht, die machen den Kohl nicht fett. Gesamtbewertung gut. Garmin VivoSport Smart mit GPS, einer der teuersten Tracker im Test. Notenabzug wegen Nickel im Armbandverschluss. Fitbit Charge 2 ist deutlich günstiger. Gesamtnote 4,8. Gut auch Technax Heartrate. Ungenau allerdings die Distanzmessung. Gekauft bei Konrad für 74,05 Franken. Eines der günstigen Modelle im Test. Alles, was unter 5000 Schritte ist, das kann man sagen, ist eigentlich im Wesentlichen inaktiv. Und so, man kann eigentlich sagen, 7.500 oder zwischen 6.000 und 8.000 Schritte, das ist so leicht aktiv, und über 10.000 Schritte erfüllen Sie dann das Bewegungsmaß, was wirklich gut wäre. Gesamtbewertung gut für den günstigen Cefit 4HR von Mykronos. Die Distanzangaben sind aber ungenau. Preis-Leistungssieger,
Xiaomi Mi Band 2 für 54 Franken bei Galaxus gekauft. Gesamtnote 4,9. Nur wenig besser ist Polar A370, kostet aber viermal so viel. Testsieger: Samsung Gear Fit 2 Pro mit GPS. Der teuerste Fitness-Tracker im Test kostet 249 Franken. Gesamtnote 5,1. Was geschieht mit den aufgezeichneten Daten? Die Lizenzbestimmungen umfassen oft 30 Seiten und mehr. Viele Hersteller fordern Zugriff auf den Standort, Fotos, Dateien, das Telefonbuch und weitere Daten vom Handy. Bedenklich, es gelten oft ausländische Datenschutzbestimmungen, zum Beispiel die aus China. Auch die Sportlerinnen und Sportler vom Laufsportverein Basel schätzen es nicht, wenn ihre Daten an Dritte gelangen. Das ist sehr unangenehm, das ist effektiv so. Darum tue ich auch nicht immer jedes Training erfassen, sondern einfach die, die mir darauf ankommen. So Standardrouten, die ich regelmäßig renne, tue ich gar nicht aufzeichnen. Statt Rundum-Tracking also gezielter Einsatz. Der Fitness-Tracker muss nicht immer dabei sein. Ganz einen wichtigen Aspekt haben wir nur angeschnitten im Beitrag. Meine Damen und Herren, ihr habt es gesehen. Man muss da irgendwelchen Bedingungen zustimmen. Die Frage ist einfach, zu was gibt man da eigentlich seine Zustimmung? Was passiert mit erfassten Daten? Grundsätzlich noch, welche Daten werden überhaupt erfasst? Das wollen wir ein bisschen genauer anschauen mit dem Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich, Bruno Periswil, sehr erfahren in diesen Themen. Willkommen, danke für eure Zeit im Kastel. Guten Abend, Herr Schmetzer. Ich sage es mal ganz salopp, es ist doch kein Problem, es ist doch völlig harmlos. Ich meine, die erfahren, wie viele Schritte dass ich mache und was für eine Pause dass ich dabei habe, ist doch egal, soll sie es wissen. Auf den ersten Blick klingt das alles sehr harmlos, wenn man das einzelne Datum nimmt. Aber sobald man zum Beispiel schaut, wie viele Schritte machen sie über einen Zeitraum von einer Woche, von einem Monat, sieht man sehr schnell an, sie sind eine Person, die sich viel bewegt oder nicht so viel bewegt oder eben zu wenig bewegt. Und wenn man dann noch weitere Daten dazu nimmt, beispielsweise Gewicht, dann kann man schon bald ein Gesundheitsrisiko ablesen und kann sagen, okay, das ist eine Person, die ist vielleicht übergewichtig, die bewegt sich wenig, die hat das Risiko für Kreislaufkrankheiten. Und warum sollte es ein Problem sein? Könnt ihr das noch ausführen? Ein Problem ist das, solange die Daten bei mir sind und ich über die Daten meine Kontrolle habe, dann weiss niemand darüber, wie es mit meinem Gesundheitszustand ist. Tatsache ist aber, dass die Daten ja von Drittanbietern verwendet werden und die können irgendetwas mit diesen Daten machen, wo ich keine Kontrolle mehr darüber habe. Kann ich das verhindern? Sie können das zum Teil verhindern, aber leider eben nur zum Teil, weil wenn Sie so ein Gerät brauchen und dann die App runterladen, dann müssen Sie eine Einwilligungserklärung abgeben. Sie klicken da die allgemeinen Geschäftsbedingungen an und mit dem Klick geben Sie auch die Einwilligung, dass da eine grosse Zahl Daten dürfen bearbeitet werden und das ist nicht sehr transparent für Sie. Was ist die grosse Gefahr? Dass die grosse Gefahr ist, dass die Daten nicht nur dort hergehen, wo sie vielleicht irgendwo gespeichert werden, sondern auch irgendwie verkauft und weitergegeben werden. Es gibt natürlich sehr viele Interessenten an solchen Daten. Also wer ist an ihrem Gesundheitszustand interessiert? Das sind beispielsweise Versicherer, die nur die guten Risiken wetten. Oder es kann auch ein Arbeitgeber sein, der natürlich lieber fitte, gesunde Angestellte hat und lieber solche Personen anstellt, als eben solche, die sich zu wenig um ihre Gesundheit kümmern. Bleiben wir vielleicht gerade beim Thema Krankenversicherung. Das ist ja sehr aktuell im Moment. Wird gerade diskutiert, Helsana, wo da einen gewissen Bonus geben will, wenn man sich regelmäßig bewegt. CSS hat es schon in der Zusatzversicherung, wo man ein bisschen etwas, das ist nicht viel Geld, aber man spart ein bisschen etwas. Warum findet ihr das nicht eine gute Idee? Ja, man sieht ja jetzt bei der Helsana, dass ja auch im Bereich der Grundversicherungen mit Daten gewisse Boni können gewonnen werden, wenn die auch nicht so hoch sind wie in der Zusatzversicherung. Aber das zeigt doch schon, dass man mit Daten versucht, davon Geschäft zu machen und letztendlich tut man sich da in diesen Versicherungen auch entsolidarisieren, weil derjenige, der keinen Tracker tragen kann, der irgendwelche körperliche Konstitution
Institutionen hat, wo er sich nicht bewegen kann, der kommt automatisch nicht zu genügend. Also das ist eigentlich der Anfang, der mögliche Anfang von einer Entwicklung, die wir wirklich nicht wollen im Versicherungssystem. Ja, man muss da aufpassen, in was für eine Richtung man geht. Und man muss auch aufpassen, dass man eben nicht mit der Verwendung von solchen Trackers selber dazu beiträgt, dass man schlussendlich dann diskriminiert werden kann. Aber das könnte auch passieren, wenn jetzt zum Beispiel der Arbeitgeber, was offenbar immer mehr Arbeitgeber machen, einem so ein Gerät gibt oder nur eine App gibt und sagt, das ist gut für deine Gesundheit. So. Was kann dort passieren? Ja, es gibt bereits solche Apps, auch eine Art Fitness-Tracker, wo eben der Arbeitgeber seinen Angestellten gibt. Und dort kann man denen auch die Schritte zählen. Man kann weitere Gesundheitsdaten dazugeben, man kann eintragen, wie man sich fühlt. Und dann kommt man jeden Tag einen Wert über zwischen 1 und 1000, wie gesund dass man noch ist. Und natürlich hat der Arbeitgeber sehr Interesse, dass man immer näher bei 1000 ist. Und wenn man natürlich dann unter 500 ist, ich weiss nicht, was denn das alles wird. Also auf jeden Fall weiss es denn der Arbeitgeber? Oder? Weil dort muss ja auch mein Einverständnis geben, dass die Daten ihm bekannt gegeben werden, oder? Ja, also da gibt es so wie eine Vereinbarung, dass man gewisse Daten weitergibt. Gewisse Daten behaltet man für sich, aber letztendlich liefert man sich aus im Arbeitgeber, ohne dass man eigentlich Kontrolle hat, was mit den Daten letztendlich passiert. Aber ich noch mal gefragt, gibt es nicht eine Sicherheit? Weil letztlich, ich meine, es sind personenbezogene Daten, die sind grundsätzlich mal geschützt durch das Gesetz. Ist es nicht so, dass die Anbieter meine Daten nur nehmen können, wenn ich sage, es ist okay? Würde umgekehrt heissen, ich kann sagen, ja, ich sage einfach nicht zu allem Ja, also haben sie nicht alle Daten. Ist es so oder nicht? Ist es nicht so? Also in der Theorie ist es natürlich so. Also das Gesetz sagt, damit ein anderer Daten über sie kann bearbeiten kann, braucht er ihre Einwilligung. Nur die Geschäftsmodelle von diesen Fitness-Tracker, die funktionieren so, ich gebe meine Einwilligung, der Anbieter sagt, wie er die Daten bearbeitet. Wenn ich die Einwilligung nicht gebe, dann kann ich die App nicht nutzen. Aber heisst also, das, dann könnten wir hier aufhören zu diskutieren? Wir sind die kleinen, sagen jetzt mal salopp, wir sind die kleinen Würste, wir haben eh keine Chance, die Anbieter bestimmen Bedingungen. Oder gibt es Sachen, die wir ein bisschen steuern können, wo wir sagen können, ja, aber ich gebe nicht gerade aus, ich gebe vielleicht meine E-Mail-Adresse, nicht meine Telefonnummer etc. Es gibt gewisse Sachen, die man natürlich selber bestimmen kann. Man muss immer schauen, was will man mit dieser App überhaupt machen. Man gibt nur die Daten an, wo man wirklich das Gefühl hat, man braucht sie. Und man kann auch darüber bestimmen, ob man zum Beispiel solche Daten will an einen Dritten weitergeben, irgendwo auf eine Plattform stellen. Das sind alles Sachen, die man bestimmen kann. Die soll man auch nutzen. Mhm. Aber die Tatsache darunter, dass der Hersteller einfach über alle Daten verfügt, da kann man nichts dagegen machen. Okay, also wäre vielleicht eine Alternative, dass man sagt, ich verzichte ganz darauf, wenn ich es nicht unbedingt brauche. So zusammenfassend können wir es sagen, oder? Das ist sicher eine Alternative. Ich würde sagen, man soll sich sehr gut überlegen, für was man so einen Fitness-Tracker braucht und dann genau die Daten eingeben, die man eben auch für diesen Zweck braucht und vielleicht auch Daten mit der Zeit auch wieder mal löschen. Da machen wir einen Punkt und da sage ich herzlich merci für die Ausführungen und für eure Zeit bei unserem Castor Cerberis. Danke Ihnen.